Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Velorsche-Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 23. Ja, wir haben ja sehr, sehr viel geändert, hatten aber auch vor allen Dingen in der letzten Folge endlich mal diesen Auftakt, ne? 2-0 Sieg, 2-0 Niederlage, ne? Ein Spiel gut gelaufen, ein Spiel nicht so gut gelaufen. Wir haben jetzt noch den ganzen August vor uns. Und ich will auch reingehen in die Action gleich, Mann. Wir müssen natürlich noch mal ein bisschen vor. Aber jetzt geht es auch vor allen Dingen um zwei Sachen. Einerseits so ein bisschen reinzukommen mit der Mannschaft, ne, die langsam kennenzulernen, dass wir ein gutes Spielgefühl mit denen kriegen. Und vor allen Dingen geht es aber auch noch auf der Transferseite darum, wirklich auszumisten. Ne. Wir müssen einfach mal viele, viele, viele Spieler loswerden. Ne. Ob es so ein Dreher ist, ob es sonstige Spieler hier noch sind. Ne. Wir haben einfach einen viel zu fetten Kader von insgesamt hier über 30 Spielern. Und der muss jetzt endlich mal kleiner werden. Ich denke, vorher werde ich wahrscheinlich keine Neuzugänge mehr holen, einfach weil es sich erstmal nicht lohnt, ne? Weil wir sonst einfach einen richtigen Fettkopfkader haben, ne? Wir haben auf jeden Fall hier einen Transfer-Goofy, Nade. Okay. Eigentlich ein Spieler, mit dem wir schon planen. Er wäre natürlich auch entbehrlich, muss man sagen, ne? Aber wir gucken mal, was sie uns denn bieten. Wir können ja mal auf 6 Millionen hoch. Auch hier, da haben wir eigentlich genug Backups, ne? Und sie nehmen das an, okay. Nehmen das an, das ist okay, wenn er für 6 Millionen geht. Das tut dann nicht allzu sehr weh. Wir gucken mal auch hier jetzt erstmal in den ganzen Jugendberichten. Gott, der ist auch zu schlecht. Er hier könnte interessant werden, gucken wir uns aber noch einen weiteren Monat an. Er hier hat überhaupt kein Potenzial. Die beiden können wir uns dann erstmal angucken, ne? Die beiden Franzosen. So, Kader Hassan. 56 bis 76 soll er haben, verpflichten wir mal. Gucken wir uns dann gleich mal an, ne? Sah doch sehr interessant aus. Ibrahim und dann nochmal Hassan. Okay. So. Und dann nochmal hier in Brasilien. Okay, der hier hat leider kein Potenzial. Andrade könnte durchaus ein interessanter Mann sein. Die können auch alle weg, ne? Ihr wisst, das ja alles unter 60 wird ausradiert. Haben wir kein Interesse dran. Dann haben wir hier noch Adli, ne? Zu Ende gescoutet und wir haben hier auch nochmal auf in der Jugendmannschaft. Da haben wir auf jeden Fall Hassan, wenn man sich das mal anguckt, was er so kann. Spezialbewegung 5 Sterne, schwacher Fuß, okay. Balance, Antritt, Beweglichkeit, Sprinttempo. Hat eine richtig geile Ballkontrolle, Dribbling. Freistoßpräzision, wie sieht es mit seinen Pässen aus? Kurzer Pass, ne? Ich will ihn schon so als ZOM, wäre schon cool, so, ne? Ich meine, klar könnte er wahrscheinlich auch woanders spielen. Genau, rechtes Mittelfeld, ne? Links Mittelfeld würde auch gehen. Würde er da sogar nochmal, wobei seine Flanken gefallen mir da nicht, ne? Seine Flanken gefallen mir da nicht ganz so. Ich würde aber gerne, dass der hier, weil der ist echt nice, aber der muss in Sachen Pässen unbedingt nochmal besser werden, ne? Unsichtbarer Stürmer, dann würde er auch nochmal im Abschluss besser werden. Offensiver Mittelfeldspieler. Ja, dann ist es tatsächlich vorgerückter Spielmacher, dass die Ausdauer hochgeht, ne? Stellungsspiel wird nochmal besser. In Flanken, Freistößen, langer, kurzer Pass wird da besser. Ruhe, Dribbling. Machen wir mal. Will ich aber nicht allzu lange machen. Ich werde ihn dann irgendwann wieder auf ausgeglichen stellen, ne? Dass er sich überall verbessert. Aber erstmal soll er gerade seine Pässe nochmal stark verbessern, dass die da auf jeden Fall schnell auf eine 70 plus hochgehen. Weil ihn hier, also, das ist ein super interessantes Talent. Den könnte man vielleicht während der Saison sogar noch hochziehen. Nicht jetzt direkt am Anfang, dafür ist er noch ein Ticken zu schwach, aber wenn zwei, drei Punkte nochmal hochgeht. Weil wir haben da ja momentan Defrel, dahinter haben wir eben Lobri. Und der wäre schon cool, wenn man so einen Jugendspieler nochmal hätte, ne? Aus der eigenen Jugend, wenn das dann nochmal ein großes Talent ist, dann why not, ne? Aber gut, gehen wir jetzt erstmal vor. Haben wir noch irgendwelche Transferangebote? Ne, aber ich denke, Nade ist jetzt erstmal verkauft, ne? Genau, Mikael Nade. Für 6 Millionen nochmal verkauft, da kriegen wir auch ordentliche Transfereinnahmen. Das ist dann okay, ne? Wir haben einen super Deal rausgeholt. Am Ende des Tages war der jetzt kein wichtiger Spieler, weder hier im 4-2-3-1-System, da haben wir immer noch hier Girondin, den man da immer noch hat. Man hat immer noch einen Pavlovic, man hat immer noch einen Pedrot. Da haben wir einfach so viele Innenverteidiger, ne? Das tut nicht weh, plus dass hier in diesem 3-Dreier-System immer noch ein Apia auch innen spielen kann. Das darf man nie vergessen, ne? Also haben wir wirklich mehr als genug Leute. Wir gehen jetzt auch, haben nochmal eine Nachricht, dass der verkauft worden ist. Wir gehen jetzt auch rein hier ins Duell gegen Pau und gucken mal, dass wir uns hier durchsetzen können. Hier mal die Aufstellung jetzt hier von Saint-Étienne mit Green im Tor. Dann haben wir eine Dreierkette mit Briançon, Rogani und Appian.
vom Bar hier im ZDM. Im ZM haben wir dann Lependor und Yusuf, Quadrado und Bamba auf Außen. Vorne dann der Frel und Kwame. Das Ganze in einem 3-5-2-System hier, ne? Oder 3-1-4-2-System, je nachdem, wie man es halt sehen will. Am Ende ist es ein 3-5-2. Auf jeden Fall gucken wir aber gleich auf die Ausstellung von Pau. Ne? Auf die Mannschaft, die hier zu Gast ist in Saint-Étienne. Und zwar haben wir da einmal im Tor Prior. Dann haben wir hier eine Viererkette. Und zwar Evans, Kouassi, Batisse und Kofi. Nisic im ZDM. Dann haben sie Meliandon, Bosingard, Saviet und Boli und ganz vorne Bar. Sie spielen hier in einem 4-1-4-1-System. Ne, die Gäste hier. Saint-Étienne stößt jetzt an und wir gucken mal, wie diese Partie hier ausgehen wird. Ja, oh, starke Aktion da vom Spieler. Das ist gut gemacht. Der nimmt da unsere Abwehr gerade komplett auseinander, aber dann kommt da eine super gute Grätsche von unserer Nummer 26. Ne, das war eine richtig, richtig gute Grätsche. Hat da nochmal einiges verändert. Das war Fomba. Saint-Étienne jetzt hier so ein bisschen bemüht mit viel Ballkontrolle. Kouame, den Ball nochmal weitergeben. Jetzt haben wir hier Juan Cuadrado, der viel Platz hat. Die Flanke kommt da rein, aber die Flanke war nicht optimal geschlagen. Fomba hier im Kopfballduell stark gewonnen hier. Kouame jetzt hier Cuadrado mit dem hohen Ball. Der Ball kommt richtig gut auf Defrel, aber der Kopfball ist leider nicht drinne, weil der Keeper den pariert. Defrel. Der Frell und der hohe Ball auf Kouame, der ist gut gespielt. Der ist richtig gut gespielt. Kouame kommt hier jetzt mal richtig mal rein. Und der ist nicht drinne. Jetzt hier noch die Möglichkeit mit diesem Lupfer, aber der ist, ne. Das war zumindest, war sogar am Ende noch Handspiel hier, muss man leider sagen, ne. Es bleibt erstmal beim 0-0. Das war eine riesen Chance für Kouame, die er leider nicht nutzen konnte. Und jetzt haben wir hier Briançon. Der hohe Ball rein da. Na. Der Frell. Und jetzt haben wir Kouame. Kouame, der hatte vorhin schon eine große Chance. Jetzt hier mit dem Abschluss und dem Treffer. Das ist der erste Treffer für Kouame hier von der Leihgabe von Fiorentina hier für Saint-Étienne. Die Nummer 9 hier, ne, mit dem Treffer. Saint-Étienne mehr als verdient jetzt vorne. Sie haben das Spiel eigentlich über die komplette Spielzeit bisher unter Kontrolle gehabt. Und machen jetzt endlich den Treffer, ne. Hier haben wir Kouame. Hier aus der Situation, leider sehen wir nicht die Daten dort, ne. Die sind da ja manchmal verschwommen. Weiß noch nicht, warum man das bis heute nicht gefixt kriegt, aber gut. Auf jeden Fall macht er hier seinen Treffer, die Nummer 9, ne? Kouame, der ausgeliehene Mann hier, mit seinem ersten Saisontreffer für Saint-Étienne hier im dritten Spiel, ne? 52 Minuten hat es hier gebraucht, dass Saint-Étienne hier in Führung geht. Oh. Und jetzt hier Pau mit der Chance, aber Etienne Green ist da unten. Und was für eine Grätsche von Briançon, richtig stark. Lependant. Oh, geht da stark ins 1 gegen 1. Lependor macht das immer wieder gut. Lependor hier. Und dann der gute Pass sogar noch. Das war stark gemacht. Wieder mal von Lependor. Quadrados Ball und dann der Abschluss. Und der ist drinne. Weil der Keeper da irgendwie nicht dran kam. Da sieht er ein bisschen unglücklich aus. Und Kouame hier mit dem Doppelpack. 2-0 Saint-Étienne. Also es läuft hier für die Grünen. Ne? Also es läuft hier sehr, 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 sehr gut. Hier sehen wir nochmal den Ball dahingespielt. Auf Cuadrado, der gibt den ab. Und dann der Abschluss von Kouame. Und ja, der Ball hoppelt. Das ist immer ärgerlich für den Keeper. Du siehst da immer scheiße aus, ne? Wenn der Ball nicht super schnell ist, aber hoppelt, das ist schwierig einzuschätzen. Aber trotz allem. Boah, trotzdem sag mal, da musst du rankommen, ne? Sag ich ehrlich. Da siehst du als Keeper halt nicht so cool aus, ne? Aber. Ja, verzeihen wir es den Keeper mal, weil der Ball eben so ein bisschen gehoppelt ist und weil es immer schwierig ist. Für uns ist es gut, 2-0, Kouame auch hier mit einem Doppelpack, vielleicht so ein bisschen auch, ja, der Startschuss für eine erfolgreiche Saison seinerseits. Quadrado macht das stark. Quadrado hat jetzt hier Bock, im 1 gegen 1 sich durchzusetzen, das ist richtig gut, Juan Cuadrado spielt den da gut in den Rückraum, dann der Volley, der ist leider nicht drin. Quadrado trotzdem nochmal mit einer richtig schönen letzten Aktion hier. Ne? Hat nochmal ein bisschen Spielfreude reingebracht. 2-0 gewinnt hier am Ende auch Saint-Étienne. Absolut verdient. Auf jeden Fall der 2-0-Sieg, Leute. Und was sich auf jeden Fall auch so ein bisschen abzeichnet, was ich aber gut finde, ist, dass wir gar nicht so abhängig sind von Bamba. Ne? Weil das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr, wenn du so einen Spieler holst. Hier haben wir übrigens nochmal die Stats. Ne? Man sieht ganz klar, dass wir mehr als dominant waren in dieser Partie. Weil wenn du so einen Spieler wie Bamba holst, der, sag ich mal, schon so ein bisschen der Mittelpunkt deiner Offensive sein kann und soll, muss man ganz klar sagen, dann ist das natürlich immer so, dass man vielleicht zu sehr über den geht, ne, und zu sehr alles nur noch über diesen einen Spieler läuft und dadurch so eine große Abhängigkeit entsteht. Das ist aber überhaupt nicht der Fall,
Also das Team spielt sich eigentlich soweit richtig gut und auch ausgeglichen, ne? Also es macht echt Bock. Wir haben keine Angebote oder was. Wieder ein Lionwood Fee Fall. Warum wollen sie den denn nur ausleihen? Ich meine, eine Leihe bringt uns bei dem nichts. Ich meine, wir haben so viele Leute auf der Transferliste. Dieser Fall ist da noch nicht mal drauf, ne? Ich meine, dass ich ihn dann ausleihe, was bringt uns das? Das wird jetzt nicht uns unbedingt bereichern dann, ne? Hier zwei... Ich meine, klar, wir haben Lassonneur dahinter, wir haben noch Dreher, ne? Theoretisch kann man auch sagen, komm, lass ihn ausleihen, dann wird er nochmal ein bisschen besser, aber... Ja, eigentlich ist er so der perfekte dritte Mann, ne? Wobei, machen wir es mal so, wir streichen mal tatsächlich Dreher von der Liste und verleihen einfach voll. Vielleicht wird er ja ein paar Punkte besser, was ich nicht glaube, so, also das wird er bestimmt, ne? Aber ich weiß nicht, ob der wirklich signifikant besser wird. Machen sogar Laie mit Kaufoption. Wie viel ist der wert? 850. Dann machen wir folgendes. Ihr könnt ihn leihen. Gibt uns 1,1. Dann geben wir 1,2 Millionen. Machen wir mal so. Mindestverkaufssumme muss dann schon 950 sein. Und dann passt das auch. Ne? Gucken wir mal, was sie dann dazu sagen. Also er muss schon 400.000 mehr gehen, als er jetzt wert ist dann. Ne? Wir gehen rein ins Duell gegen Valencien oder irgendwie so, ne? Oder wie heißen die? Gucken wir nochmal genau drauf. Valenciennes, ja. Aber gehen wir da rein, ne, ins zweite Game dieser Folge. Ich habe Bock zu zocken und gucken wir mal, dass wir möglichst den zweiten Sieg in der zweiten Partie in dieser Folge holen können. Hier mal die Aufstellung von Valenciennes mit Bajic im Tor. Dann spielen sie hier mit einer Viererkette mit Lecoche, Debuchy, Bauteau und Courfat, Gilberto und Piculet waren im ZDM, Ayite. Dann gucken wir uns gleich nochmal alles an, ne. Ayite auf jeden Fall auf, Dingens, ne? Dann Bertoncheo, Benzeki und Bonete ganz vorne. 4-2-3-1-System auf jeden Fall bei Valenciennes. Und wir gucken dann gleich mal auch auf die Ausstellung hier von Saint-Étienne. Und zwar haben wir da mehr oder weniger die gleiche Ausstellung wie im letzten Spiel. Mit Green im Tor. Dann eine Dreierkette hier. Briançon, Rugani und Appia. Dann haben wir Pfomba im ZDM hier. Im ZDM dann Le Pandor und Youssouf, Quadrado und Bamba auf Außen. Und ganz vorne dann der Fidel als hängende Spitze und Kwame als richtige Sturmspitze, ne? So spielen auf jeden Fall wir hier. Spiel hat begonnen und wir gucken mal, wie wir hier performen. Bamba. Bamba geht da durch. Bamba hier mit viel Tempo. Bamba macht das gut. Dann der Pass auf Kwame. Kwame mit dem Schuss und es steht 1-0 für Saint-Étienne. Also das Spiel hat kaum begonnen und schon steht es hier 1-0 für Saint-Étienne hier, ne? Okay, Kwame im letzten Spiel endlich mal so ein bisschen seine Öffnung gehabt, ne, und jetzt macht er hier gleich den nächsten Treffer. Bamba läuft da durch, zack, und dann macht ihn Kwame rein stark. Kann man mal machen so, ne? Kann man mal machen, so startet man doch gerne in eine Partie. Kwame kommt da nicht, der Keeper kommt da nicht mehr ran an den Schuss von Kwame. Die Nummer 9 hier mit dem Treffer. Christian Kwame, drittes Tor jetzt in der vierten Partie, so sieht die Quote da auch schon richtig, richtig schön aus, muss man sagen, ne? 1-0 Saint-Étienne. Quadrado, Juan Quadrado. Juan Quadrado! Ich dachte gerade, der ist drin. Junge, was hat der da bitte für einen Schuss gerade rausgehauen, ne? Also der Keeper musste auch mehrmals gucken, ob der nicht wirklich reingeht. Am Ende war es nur das Netz von oben. Aber gut, wir bleiben erstmal beim 1-0. Trotz allem natürlich ein spektakulärer Schuss von Quadrado. Ja. Der Ball ist gut gespielt. Der Ball ist sehr, sehr gut gespielt. Ah, und jetzt hier Valenciennes. Nochmal abgegeben den Ball. Das ist die Möglichkeit und der Treffer. Und der Treffer, ne? Eben noch dieser Wahnsinnsschuss von Quadrado. Und dann mehr oder weniger direkt im Konter macht hier Valenciennes den Treffer. 1-1 in dieser Partie. Hier kommt irgendwie Saint-Étienne nicht so perfekt in den Zweikampf. Dann ist da die Lücke. Die nutzt er perfekt. Der Abschluss ist richtig gut, ne? Hat hier die Nummer 5. Ist es Bertoncheo. Hat den auf jeden Fall richtig gut abgeschlossen. Etienne Green kommt nicht ran und damit steht es hier 1-1 und die Partie ist wieder komplett offen. Und der Schuss hier von Valenciennes, ja, die melden sich. Ne, die melden sich hier nochmal in der Partie. Die zeigen eben auch, ey, wir wollen hier auch durchaus das 2-1. Wir wollen hier nicht nur ein Unentschieden gegen den großen Favoriten Saint-Étienne. Der Fidel jetzt hier. Aber der passt jetzt hier auf Bamba. Und Bamba mit der Übersicht, das ist gut gespielt, nochmal rüber gespielt, die Schussmöglichkeit und der Treffer, das war super gespielt von Saint-Étienne. Also da konnte Valenciennes nur noch hinterher gucken, der Keeper ist hier wirklich die ärmste Sau, weil er nichts dagegen machen konnte, ne?
Also das war einfach eine super Übersicht von Bamba vor allen Dingen, ne? Dieser hohe Pass dort, einfach rübergespielt, dann der Ball nochmal auf Kouame und dann war hier Feierabend, ne? Dann war hier Feierabend ohne Wenn und Aber. Hier sehen wir es nochmal, Bamba, richtig guter Ball, dann weitergespielt und dann zack. Also was willst du da machen, ne? Was willst du da machen als Keeper, wenn dann Kouame so kurz vor dir Dropkick den so nimmt, da kannst du nur noch hinterher gucken, das ist vollkommen egal, wie du heißt, ne? Da kannst du auch ein absoluter Weltklasse-Keeper sein und absolut nichts machen gegen diesen Treffer. Kouame übrigens jetzt, ne? Letzten beiden Spiele 4 Tore. Der ist offiziell angekommen. Die Ecke jetzt hier. Die hat Etienne Green dann am Ende. Und jetzt hier Cuadrado ist jetzt natürlich der perfekte Konterspieler für so eine Situation. Wenn natürlich der Gegner hier aufgerückt ist wegen der Ecke. Und jetzt Juan Cuadrado. Oh ja, geht nicht an dem Mann vorbei. Das war mehr drin. Da muss man sowas dann doch lieber besser abschließen. Und jetzt hier Bamba. Und der ist drin. Wow. Der ist einfach mal drin. Okay. Okay. Also hier ist einiges drin in dieser Partie. Hier ist einiges drin in der Partie. Also wir hatten vorhin diesen Schuss von Cuadrado, wo er versucht, ein Traumtor zu machen. Und jetzt kommt hier halt einfach Bamba und macht ein Traumtörchen, ne? Der Flair hier gut abgegeben und Bamba denkt sich so, ey, den machen wir doch, ne? So ist etwas mehr als 20 Meter der Ball mit einer wunderschönen Flugkurve. Und da kann der Keeper absolut nichts machen, ne? Also der Keeper von Valenciennes heute hat da bei den Gegentoren überhaupt keine Chance. Es steht 3-1. Saint-Étienne jetzt hier in Führung. Und ja, das sieht doch ganz gut aus für uns. Und Bamba jetzt auch gleich defensiv hier am Start, ne? Lependant. Und jetzt wieder Bamba mit diesem super Treffer eben. Und jetzt könnte er Tempo aufnehmen. Und dann könnte es ganz bitter werden hier für Valenciennes. Denn jetzt haben wir hier Bamba. Bamba, lässt er sich nochmal stoppen, ist die Frage. Bamba, boah, macht das richtig gut. Bamba dann noch mit dem Abschluss. Bamba mit dem Nachschuss. Nein, Bamba wird dann doch gestoppt vom Gegenspieler. Boah, das ist ein Fehler. Der Flair mit einem super Einsatz. Da hat Valenciennes wirklich Glück, dass da noch ein weiterer Verteidiger ist, ne? Saint-Étienne hat den Ball. Der Flair gibt den Ball gut auf Kouame und das ist die große Chance jetzt hier für Kouame. Kouame mit dem Abschluss und es steht 4-1 Saint-Étienne. Es steht 4-1 hier für Saint-Étienne. Der Flair gibt den Ball ab. Kouame hier einfach schneller als seine Gegenspieler. Der Abschluss ist ebenfalls gut hier von der Nummer 9. Und dann steht es hier eben 4-1 für Saint-Étienne, ne? Also das Spiel dürfte hier und jetzt entschieden sein. Wirklich eine wilde Partie, beide Teams hier durchaus mit Chancen. Am Ende ist aber das Team hier von Veloche, die hier die meisten Treffer machen. Ne? Kouame mit dem weiteren Treffer hier in der 65. Minute. Und jetzt hier Valenciennes. Valenciennes nochmal in die Mitte gespielt und der Ball ist drin. Sie machen nochmal einen weiteren Treffer hier. 4-2 passt zu dieser Partie, muss man sagen. Ne? Dass hier 6 Tore am Ende fallen, statt nur 5. Hier war einfach sehr, sehr viel los. Valenciennes holt sich auch nochmal einen Treffer. Man muss aber nur sagen, die Jubel-Ari beenden wir hier mal, ne? Das ist einfach lächerlich. Also kein Team, kein Spieler würde doch jubeln, wenn du 4-1 hinten liegst, das 4-2 machst und das bringt dich nicht irgendwie weiter in der K.O.-Phase oder so, dann würde doch kein Mensch so jubeln. Ne? Das muss man auch endlich mal rauskriegen aus dem Game. Also das wäre auf jeden Fall mal was, wo man einfach sagen müsste, okay, dann jubeln die halt so verhalten, ne? So nach dem Motto, ja, nochmal einen Treffer gemacht und gut ist. Ne? Aber ich meine, stell dir vor, ihr habt ein Spiel, ihr verliert 4-1 und dann irgendeiner Mitspieler jubelt so. Der kriegt erstmal 5-6 Backpfeifen, ne? Und dann ist auch gut. Soll er nicht so jubeln. Soll weitermachen. Nächstes Spiel gewinnen wir dann. Auf jeden Fall Kouame hier mit 3 Versuchen und 3 Toren. Ich würde sagen, für mich absoluter Spieler der Folge, sage ich euch ehrlich. Also der hat jetzt 5 Tore gemacht in 2 Partien. Für mich der Spieler der Folge. Vielleicht habt ihr jemand anderen gern in die Kommentare natürlich reinballern. Wir haben auch hier wieder komplett dominiert, ne? Und eine Sache muss man auch festhalten. Wenn wir das Spiel nicht selber versauen mit irgendwelchen doofen Fehlern, gewinnen wir bisher. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben natürlich hier, genau, das Leihangebot hatten wir entsprechend gemacht. Und Fall müssen wir halt einfach mal gucken, ne? Müssen wir einfach mal gucken, was daraus jetzt wird. Wisst ihr was? Haben sie abgelehnt tatsächlich. Okay, ja, da klappt es glaube ich auch eh nur mit einer normalen Leihe, ne? So, Formba auf jeden Fall gut drauf und eigentlich können wir noch in ein drittes Spiel gehen, oder? Ich hab Bock zu zocken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr Bock habt. Ich hab Bock. Gehen wir noch in ein drittes Game. Come on, why not? Gegen Amiens. Rein da. Hier haben wir die Aufstellung von Saint-Étienne mit Green im Tor. Dann haben wir hier heute eine Viererkette mit Aid, Nuri, Briançon, Rugani und Cuadrado. Yusuf und Lependant im ZDM. Bamba, Cafaro auf Außen, der Flele im ZOM und vorne Kouame. Heute mal 4-2-3-1 ist dem bei Saint-Étienne. Ich habe es euch ja auch gesagt, ne? Ich will mit diesem Team auf jeden Fall einfach flexibel sein, ne?
je nachdem, was der Gegner auch so ein bisschen spielt, immer mal gucken, was können wir machen. Natürlich will man sich nicht nur auf den Gegner einstellen, aber hier und da ist das doch, denke ich, ganz gut, wenn man flexibel ist, gerade nach der Werder-Karriere. Gurtner auf jeden Fall hier im Tor, ne? Fünferkette mit Ring, Opoku, Fofana, Jelin und Mendy, Gomis und Locher hier im ZDM, Kakuta im ZOM und vorne im Sturmzentrum haben sie da Bandé und Cissé hier im Doppelsturm auf jeden Fall, ne? Spielen hier also mit einem 5-3-2-System. Das sieht nach einem defensiven Bollwerk aus und wir schauen mal, ob wir dieses defensive Bollwerk geknackt kriegen oder nicht. Jetzt Bamba am Ball. Bamba und der Ball ist gut. Der Ball ist gut gespielt. Jetzt haben wir hier Kouame, der schneller als sein Gegenspieler. Kouame versucht den durchzustecken, aber der Ball ist nicht drin. Der Ball ist leider nicht drin, ne? Kouame kann den nicht reinmachen. Es ist hier jetzt erstmal weiterhin das 0-0. Cafaro, ja, es bleibt gefährlich. Der Frel gibt den super ab und jetzt hat hier Bamba die Chance und macht ihn nicht rein. Er macht ihn nicht rein. Bamba, eben noch diese Chance gehabt, ne? Bamba geht da gut im 1 gegen 1 vorbei, macht er stark. Bamba jetzt hier auch gegen den Nächsten, das ist richtig stark. Bamba jetzt hier mit dem Abschluss, aber der will nicht rein. Also der Ball will nicht rein hier von Jonathan Bamba, ne? Gute Aktion, alles schön, aber nicht der Abschluss. Eight Nuri. Nuri. Na, und das ist gut gespielt. Jetzt haben wir hier Eight Nuri. Der spielt den auf Kouame und der macht ihn wunderschön rein. Ich habe es ja vorhin gesagt, er ist für mich jetzt schon Spieler der Folge. Und mit so einer schönen Aktion, da setzt er noch einen drauf, ne? Also Kouame ist offiziell angekommen. Der ist gerade am Explodieren hier, ne? Eight Nuri auch für ihn sehr, 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 sehr wichtig, muss man sagen, dass der hier auch diesen wichtigen Vorstoß mitgemacht hat, ne? Weil der hat so in diesem System mit 3-5-2 eher wenig Platz, muss man sagen, was natürlich schade für ihn ist, aber weil halt auf links auch Bamba ist. Und der muss natürlich gerade in den Spielen, wo wir mit Viererkette spielen, richtig abliefern, ne? Um da seinen Platz zu behaupten, der junge 21-jährige Franzose. Ich meine, unser Rekordtransfer, ne? Kouame auf jeden Fall 6 Tore in 5 Partien. Also wer irgendwie gezweifelt hatte in den ersten 2 Spielen, ah, Kouame, könnte das der richtige Mann sein? Ich denke, die Antwort haben wir bekommen. Aber die Ecke jetzt hier, ne? Eckballmöglichkeit. Kakuta bringt auch den Ball rein. Der wird auch geklärt. Und jetzt haben wir De Frel. Oh, und das ist eine Kontermöglichkeit. De Frel jetzt hier. De Frel. Und der wird nicht aufgehalten da von seinem Gegenspieler. Das ist nicht gut verteidigt. De Frel jetzt hier. Spielt den da gut in den Rückraum. Da haben wir jetzt Jonathan Bamba. Jonathan Bamba macht nicht das 2-0 für Saint-Étienne. Also der hat es heute mit seinen Abschlüssen, ne? Der hat es heute mit seinen Abschlüssen. Fomba. Fomba gut gespielt und das ist eine gute Kontermöglichkeit. Kouame. Kouame jetzt hier. Kouame. Kouame 2-0 Saint-Étienne. Kouame absolut am Explodieren in dieser Folge. Jedes Spiel mindestens 2 Tore. Im letzten Spiel sogar den Hattrick erzielt, ne? Also Kouame hier in den letzten 3 Spielen einfach mal 7 Tore komplett am Explodieren. Er hat so 1-2 Spiele gebraucht, ne? Da ist er so ein bisschen erstmal warm geworden mit dieser Mannschaft. Und jetzt ist er richtig heiß, ne? Jetzt ist er richtig heiß. Macht den Ball rein. Hat noch so einmal gezuckt, wenn man es hier sieht, ne? Ah, sah zumindest so aus der Torhüter-Perspektive. Deswegen hat er so spät reagiert. Aber auf jeden Fall Kouame hier mit dem Doppelpack und auch mit der Vorentscheidung höchstwahrscheinlich. Jetzt haben wir Cafaro. Cafaro gut gespielt auf Kouame. Kouame jetzt hier im Ballbesitz. Bamba ist da auch in der Mitte. Der wird jetzt angespielt. Bamba macht das gar nicht mal so schlecht. Super, passt nochmal auf Kouame. Der versucht ihn reinzuschieben. Das klappt dann leider nicht. Aber Saint-Étienne kurz davor gewesen, hier gerade das 3-0 zu erzielen, ne? Der hohe Ball, aber den hat Étienne Green. Jonathan Bamba. Oh, da ist eine Lücke und da läuft er jetzt rein. Da läuft er jetzt rein und jetzt ist er nicht mehr aufzuhalten. Jonathan Bamba. Jonathan Bamba. Jonathan Bamba. Nicht das 3-0! Eight Nuri. Was war das denn? Okay, auf einmal kommt man nicht mehr in den Zweikampf. Oh, auch hier kommt plötzlich Bamba. Okay, die werden ein Tor erzielen. Man merkt es schon. Die werden ein Tor erzielen. Du kommst nicht mehr in die Zweikämpfe. Du kommst plötzlich nicht mehr in die Zweikämpfe. Was habe ich gesagt? Habt ihr das Man hat einfach brutal gemerkt, du kommst nicht mehr rein. Du kommst nicht mehr in die Zweikämpfe. Und an solchen Situationen merkst du, einfach vorher schon, sie werden ein Tor erzielen. Du kommst einfach überhaupt nicht, alles ist, also wirklich von einem auf den anderen Moment, alles glitschig, sonst was. Du kommst gar nicht mehr an den Ball. Das ist halt gescriptete Scheiße. Das ist halt gescriptete, richtige Scheiße. Man merkt einfach diese Mechaniken manchmal. Man merkt das. Man merkt das einfach. Soll man uns nicht erzählen, dass es sowas nicht gibt.
Naja, 2-1-Siege ist jetzt nicht so schlimm, weil wir das Ding trotzdem gewonnen haben. Ärgern tut es mich trotzdem, ihr wisst es. Ich habe eigentlich nicht so Bock auf Gegentore. Na ja, gut, bis auf dieses gescriptete Gegentor haben wir auf jeden Fall hier 2-1 gewonnen, wieder echt dominant gespielt. Wobei man sagen muss, wir haben etwas anders gespielt als sonst. Ne? Gar nicht mal so viele Pässe und Co., wie man es gewohnt ist. Aber gut, Sieg ist Sieg, ne? Darum geht es am Ende nur. Wir gehen nochmal ein, zwei Tage vor, dass wir dann auch bis Sonntag schon mal durch haben, um eine akkurate Tabelle zu haben. Und wir haben Transfer für Green, das werden wir natürlich ablehnen. Der ist unser Stammkeeper in diesem Jahr, Besiktas Schwelin. Aber in diesem Jahr ist Etienne Green auf jeden Fall nicht verfügbar. Und wir gucken mal in die Tabelle jetzt. Ne? Ich meine, wir haben jetzt 5 Spiele hinter uns und wir haben 12 Punkte. Wir haben eine Niederlage, die haben wir uns sogar selbst zugefügt, wenn man ehrlich ist, bei den ganzen Fehlern, die wir gemacht haben. Haben 10 Tore gemacht, leider 5 statt 4 Gegentore wegen dem letzten gescripteten Türchen da. Ne? Aber es sieht doch gut aus. Ne? Ich meine, 4 Teams steigen noch auf, das ist ja wegen dieser Umstrukturierung der Ligue 1 so. Ne? Und unser Ziel wird es natürlich sein, Zweitligameister zu werden. Da ist momentan Metz mit 15 Punkten ganz vorne, ne? Mit 11 Toren und 4 Gegentoren auch, ne? Dann haben wir Chan hier, ne? Mit gerade mal 2 Gegentoren, wahrscheinlich aktuell die beste Abwehr der Liga. Korrekt. Aber ja, das sollte auf jeden Fall möglich sein, dass wir uns da irgendwann ganz, ganz oben, nicht nur nach oben klettern, sondern irgendwann auch festsetzen. Ne? Das ist auf jeden Fall das Ziel. Wir gucken auch nochmal dann in der nächsten Folge, werden wir auch die Transferphase beenden. Ne? Da haben wir nochmal das Spiel hier gegen, ich glaube, Clément und dann hat man nochmal die Transferphase. Schauen wir mal, was noch so passiert. Euer Veloz meldet sich fürs Erste ab und bye-bye.